Hallo, ich bin's wieder, Almon Pitz. Wir sind dabei mit Part 2 und zwar die große Box von letzter Woche. Die haben wir erst ja angefangen aufzupacken. War echt übelst viel, deswegen jetzt hier Teil 2 mit dem nächsten Step. Teil 3 steht an der rechten Seite, wartet noch, aber gibt's erst nächsten Sonntag. Wir fangen jetzt mal an. Was da so bei ist, wir hatten ja schon ein paar echt nette Hits gehabt beim letzten Mal. Ich hoffe, das geht so weiter. Das räumen wir auf die Seite, sonst fällt das auch um. Den Stapel nehmen wir auch zur Seite. Oder den Timer ganz kurz. So, einmal, zweimal und los geht die Fahrt. Wir haben hier einmal Nurkic aus der Prism-Serie 1920. McGrady als All-Star oder als Hall of Famer. Bogdanovic Base. Tatum Base. Upsa. Sabonis als Base. Jaren Jackson Base, Scottie Pippen, wer kennt ihn nicht? Dann Bruno Fernando, Rookie-Karte. Ja, nett. Dann auf jeden Fall Coby White als Rookie im Merchant, sehr gut. Ich habe dieses Set umgebaut dieses Mal. Wir hatten ja vorher die Kamera von oben gehabt. Ich denke, von vorne macht das ein bisschen mehr Sinn, hat ein bisschen mehr Licht und ihr könnt die Karten besser sehen. Dadurch gibt es natürlich auch die Gelegenheit, wieder drei Ständer hinzustellen, um da die Top 3 zu küren. Coby White ist auf jeden Fall von den ersten Karten einer dabei, die da hin könnte. Noch zumindest. Powell, Jordan Poole Rookie. Okay, definitiv Platz 1. Der Junge spielt gerade richtig gut und der hat auf jeden Fall einen Thron verdient. Thon Maker, der spielt leider gar nicht mehr in der NBA. Ferguson, Miles Turner, Jaylen Brown, auch nicht verkehrt. Curly Stein wird allerdings nur Inserts oder Rookies hinten reinstellen. Der PJ Washington auf jeden Fall auch ein sehr guter Rookie. Der hat es verdient, hinten zu stehen. Die Starbase-Karten werden nicht nach hinten kommen. Also dafür ist es dann doch nur eine Base. RJ Barrett im Merchant. Das ist die Frage, wer ist besser, Barrett oder White? Ich würde sagen, Barrett ist besser. Falls ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es in den Kommentaren. Ich werde mal Barrett vor White stellen. Aber wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare rein. Dann haben wir noch Kevin Knox, Cameron Johnson als Rookie. Puh. Johnson oder Washington? Würde ich sagen, Johnson. Carroll Base, Moore Base, Hezonja Base, D-Rob. Dann Hayes als Instant Impact Insert. Rudy Gay Base und dann gibt es wieder weiter. Mit den Flux Anderson, Halliburton, sehr cool und Fools. Dann will ich auf jeden Fall bei Halliburton vor Barrett setzen und vor White. Er hat es mehr verdient. Dann räumen wir die zur Seite und ziehen den nächsten Stapel rüber. Weiter geht's mit einem Prism Insert Dominance von Karl Anthony Towns. Ich sehe schon, da ist was Silbernes. Dann gibt es den Josh Richardson als Base, Bledsoe als Base, Sean Kemp als Base, Waiters als Base und jetzt wird es spannend. Ist es ein Rookie? Oh, hier ist ein Rookie. Okay, es ist der falsche Hornet. Es ist Cody Martin als Silver Prism. Schade. Aber immerhin ist es eine Silver Base. Rookie. Hat leider keinen Platz nach hinten verdient, aber Kelton Johnson. Der ist auf jeden Fall ziemlich nice. Oh, ich habe eine Idee. Ich hätte was vorbereitet. Wir haben hier noch einen Ständer. Dann gibt es halt noch einen für Kelton Johnson. Weil Poole und der andere Johnson sind nicht wirklich schlechter als er. Deswegen hat es verdient, auch vorne zu stehen. Bruce Brown als Base. Gut. Beal als Base. Aldridge Base, Kid Gilchrist als Base und Kevin Porter Jr. Ach Gott, spielt super. Leider ist aber sein Mindsetting ein bisschen daneben. Ja, wenn er das in den Griff kriegt, echt ein talentierter Spieler. Aber so wie er aktuell drauf ist, ist es leider schade um ihn, um sein Talent. Deswegen, er hätte es verdient, hinten zu stehen, aber nicht so aktuell mit der Situation, wie er gerade ist. Dann haben wir wieder ein paar Fluxkarten mit Lillard, Pritchard als Rookie, Lavine als Base, Joseph Base und Insert. Und zwar Flow Motion Devin Booker.
Das legen wir mal dahin. Lowry als Base. Sam Merrill als Rookie. Dann Thompson als Base. Ross als Base. Karl Malone Base. Butler Base. Smith Base. Inglis Base. Terrell Terry als Rookie. Die kommt hier vorne hin. Dann Aaron Nesmith als Incoming. Insert. Die kommt auch nach vorne. Drummond auf dem Base-Stapel. Porzingis ist auch eine Base. Beal schon wieder Base. Maravic Base. Schrödinger. Auch Base. Brunson Base. White. Bullock. Brown. Monk. Der war letztes Mal auch schon gehabt. Payton war auch letztes Mal dabei. Josh Green Rookie. Kommt nach vorne. Brockton Base. Vucevic. Harris. Killian Hayes Rookie. Auch nicht schlecht. Marcus Smart, Shai Base und Bertrand Base. Dann geht das auch zur Seite. Ja, dann geht es hier weiter. Nicht, dass ich nachher einen falschen Stapel erwische. Einmal drehen. Ganz viele Base. Wieder Conley, Osman, Brooks, ein Insert von Malachi Flynn, Incoming, Gary Trent als Base, Bazley, Bazemore, Jason Kidd, Covington als Base, einmal drehen, Kevin Durant, dann George Hill, Thomas Bryant und Rookie Influx von Jaden McDaniels, geht nach vorne, Ja Morant, Base, auch nicht schlecht. Jokic als Base, dann wieder drehen. Kemba Walker als Base. Sabonis, Trent, Bazley, Joseph, Smart schon wieder. Dirk Nowitzki, sehr gut. Skylar Mace als Rookie. Der Joker, Base. LeVert als Base. Non-Base, und dann wir ein paar Prism-Karten. Da ist einmal die Ewing, Cook, Jimmy Butler, Steve Nash. Macht das der Wasser den Abgang? McKinney, Garland Rookie Prism. Nice. Moment. Ich muss da mal ganz kurz. Weil er ist ja aktuell der Oberflieger, also was. Der Zusammenspiel ist ja nicht mehr feierlich. Also der hat definitiv einen Platz verdient. Und ja, zu Recht. Der darf da in den Aiden als Base. Dann noch Kabengele als Insert, Emergent, aber das ist nicht so dolle. Gordon, Winslow und Bridges. Letzter Stapel, letzte Runde. Weiter geht's mit Monte Morris, Allen, Fox. Oh, das kann man nur so drehen. Ja, der Stapel ist noch ein bisschen zu groß in die Hand. Ja? Dann Allen, Jackson, nicht Allen, Green, Kyrie, Carter, Quickly als Incoming. Insert, das kommt nach vorne. Dann drehen wir doch mal den Stapel wieder rum. Bledsoe, Sadiq Bey als Rookie. Ant-Man als Rookie, Hammer. Okay, das ist mal, wen tun wir dafür weg? Ich würde sagen, Cameron Johnson darf sich mal hinter Edwards verstecken. Zion Base, auch nicht verkehrt. Lou Williams, Michael Porter, Isaiah Stewart Rookie, geht auf die Seite, Kleber, Lopez, nochmal Kleber, nochmal Lopez, Kemp, Holmes, Murray, Hunter, Raid, Trent und jetzt geht's weiter mit Prism 1920, Zubac, einmal drehen.
Kevin Garnett. Ah, ein NBA-Finalist. Insert Hakeem Olajuwon. Cool. Aber leider kein Prism, aber trotzdem sehr cooles Insert. Dann geht's weiter mit Dennis Smith. Noch ein Smith. Ein Robinson. Okeke als Rookie. Rozier Base. Shai Base. Prince Base. Und ein Rookie lacht uns da an. Und es ist wieder Tyrese Halliburton. Die zweite. Dann tun wir den schon zum ersten dazu. Dann passt das. Rookie-Influx von Tillman, den hatten wir letztes Mal auch schon gehabt. Aber nicht schlimm. Graham, Oren, Novara Rookie haben wir auch schon gehabt. Okeke, Wall, Collins, Christian Wood, Valanciunas, Robinson, Johnson, Hill, Carmelo, Oladipo, Grant, Clyde Drexler, Bacon, CJ Ellaby als Rookie, Fournier, Love, Nunn, Plumlee, Beasley, Walker und last but not least, Walker. Nochmal. So, das war die zweite Runde. Ja, also mit den gezogenen Prism-Rookie-Karten bin ich mehr als zufrieden. Poole, Garland, Johnson, Washington, Edwards von Flux, zweimal Halliburton. Kann man zufrieden sein, wenn man das noch berechnet, was beim ersten Break dabei war. Da war ja noch die Cole Anthony mit dabei. Durchaus super solider Break. Aber da ist noch ein Pickel. Das gibt es dann nächsten Sonntag. Also, abonniert den Kanal, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Bleibt gesund, liked das Ganze. Bis zum nächsten Mal. Ciao.